Ninjago bringt uns diesen Monat wieder seine Doppeldosis mit der Ninjago Legacy, die komischerweise immer noch als Sonderausgabe markiert ist, obwohl es eigentlich ein reguläres Heft ist, wenn noch nicht so häufig wie die normale Ninjago. Aber okay, gut. Das ist auch schon die dritte. Hier steht ganz oft Legacy. Hier ist unser Extra, das wir uns nachher anschauen. Hier ist Shabalaba Ding Dong Lloyd. Hier sind Motorräder. Hier sind Skelettkämpfer. Hier sind die Poster. Sehen wir uns gleich nochmal in Größe an. Und hier ist noch eine Karte drauf. Die mega böse Jetjack. Der da hat die ein Cape an. Normalerweise gehört ein Jetpack hin, aber das sieht eher aus wie ein Cape. Okay. Okay, sieht auch mega. Ja, mega böse. Sieht eher aus, als wäre es auf einem Metal-Konzert. Aber die ist jetzt nicht die große Attraktion. Eigentlich sind die Monsterjäger, die Geschichten ja schon durch. Das Heft ist das, was wir von Lego Ninjago Legacy so kennen. Mit mehr Infos außerdem und ein paar mehr Rätseln, weniger Comic dafür und natürlich Werbung. Und Poster. Zum einen hier die Skelettkrieger Samukai, Whiplash, Cruncher und Nuckal. Okay, das ist süß. Nuckal. Ich glaube, den war nicht ganz klar, wie der Name klingt, wenn jemand ihn auf Deutsch ausspricht. Oh, ich bin ein böser Skelettkrieger. Ich bin Nuckal. Und die Gegner lachen sich zu Tode. Okay, das andere Poster ist einmal, oh, das passt gar nicht ins Bild, unsere komplette Ninja-Truppe plus Entschuldigung, Meister. Und das ist, was ich zum Heft zu sagen habe. Wie üblich, das Übliche. Das war ein Satz. Was aber dabei ist, sind diesmal zwei Figuren. Das letzte Mal hatten wir beim ersten Mal hatten wir eine etwas größere Figur. Dann hatten wir mit ein bisschen Zubehör. Diesmal gleich zwei Figuren. Kai und Whiplash. Sehr schön finde ich hier in der Verpackung schon die gekreuzten Waffen. Hat was, aber zu den Waffen sage ich gleich was. Das ist nämlich ein bisschen seltsam. Ja, ist ein Blister. Keine Polybag. Was um alles will. Moment. Was auch immer da gerade draußen für eine Maschine läuft, sie ist laut. Okay. Holen wir mal unsere Figur hier raus. Zunächst den Kai. Der Kai hat viele Teile. Der Kai ist der Legacy Kai, wie es sich für die Ninjago Legacy ja gehört. Hier schon mal von vorne mit dem Bademantel mit Drachenaufdruck. Nochmal die Füße in extra Bedruckung hier für Sandalen. Und ein ziemlich grimmiger Gesichtsausdruck. Dann haben wir noch eine Rückseite mit einem nicht so grimmigen Gesichtsausdruck. Eine Fortsetzung vom Drachenmotiv. Und einem Symbol. Wenn ich Japanisch lesen könnte, könnte ich euch sagen, was es heißt. Wenn es denn Japanisch ist, das ist auch noch so eine Einschränkung dabei. Und Kai kriegt noch eine Maske, damit niemand sieht, dass Kai ist. Auch wenn niemand außer Kai dieses Gesicht hat in der Lego-Welt, keiner weiß, dass Kai ist. Und eine Waffe kriegt er auch noch, nämlich eine Katana mit einem Klebestreifen. Okay, den Klebestreifen lassen wir mal weg. Dann hat er einfach nur das Katana. Na komm. Ach so, die Hand ist schief. So, Katana kann auch kämpfen. Leider kein Köcher für das Katana, aber bei der Maske wird das auch schwierig, weil der Bommel ist etwas im Weg, um hier noch zwei Katana anzubringen, wie das sonst oft bei Ninjago-Figuren gewesen ist und glaube ich auch manchmal noch ist. Hoppala. Ja, unser Kai. Kais haben wir immer wieder mal, ich glaube,
diese Variante von den Klamotten her bisher noch nicht. Kann man sich halt für seine eigenen Ninjago-Sachen aussuchen, welcher einem am besten gefällt. Ich finde, der hier ist tatsächlich sehr schön. Der goldene Drache macht was her im Design. Ja, gefällt mir schon mal ganz gut. Zu ihm kommt dann noch Whiplash und, oh Gott, der besteht aus definitiv mehr Teilen. Ich meine, gut, es ist halt ein Lego-Skelett, die sind halt so gebaut. Guck mal, vernünftige Arme, nicht wie letztens bei dem Roboter in der Lego City, der noch nicht mal was greifen konnte. Nein, richtige Arme diesmal, wie es sich gehört. Und ein speziell geformter Kopf. Das haben die Skelettkrieger dieses Jahr bei Lego Ninjago Legacy. Hatten sie vorher, wenn ich mich richtig erinnere, nicht. Ich habe irgendwo noch einen alten Whiplash rumfliegen. Und ich meine, der hat einen normalen Kopf mit dem Gesicht halt nur so aufgedruckt. Jetzt richtig großer Kopf. Ja, hier seht ihr einen normalen Lego-Figurenkopf im Grunde. Und dann ist vorne die große Skelettmaske da drauf. Und die sieht auch richtig schön böse aus. Etwas angeknackst, da sollten die Ninja nicht zu hart gegenhauen. Und so sieht Whiplash dann aus. Ein bisschen gedrungen, weil das Gesicht halt nach unten verrutscht ist. Aber trotzdem ganz nett. Und auch Whiplash kriegt noch eine Kopfbedeckung. So, einmal Strohhut oder Reishut. Und ja, die Waffe. Ja, das ist eine Geldkriegerwaffe. Das kann man durchgehen lassen. Aber der Kerl heißt Whiplash. Wer Englisch kann, wird jetzt merken, was Whiplash heißt. Whiplash heißt nämlich Peitschenhieb. Und ich bin kein Experte in alten Waffen, aber ich glaube, das ist keine Peitsche. Habt ihr so eine Ahnung, dass es keine Peitsche ist? Ratet mal, was die Waffe, Hauptwaffe von jemandem ist, der Peitschenhieb heißt. Ja. Kein, was auch immer das eigentlich ist. Ein sehr, sehr großer Säbel, den im echten Leben jemand hochheben könnte. Okay. Ja, gut. Ich meine, es ist trotzdem eine ganz gute Waffe. Kann man nehmen, kann man nehmen. Ich meine, ihm fehlt ja auch, wenn ich es richtig sehe, seine Rüstung. Ich meine, Whiplash müsste auch noch eine Rüstung haben. Ist also eine etwas eingedampfte Version, ähnlich wie Kaya auch keinen Köcher auf dem Rücken hat. Ja, gut, ich meine, man kann was damit anfangen. Die Figuren sehen gut aus. Also wie vorher gesagt, vor allem der Kai gefällt mir tatsächlich sehr gut in diesem Design. Und den kann man immer noch zum Armeeaufbau nutzen, kann einen komplett ausgestatteten Whiplash noch daneben stellen und der sieht einfach dann aus wie irgendein anonymer Skelettkrieger aus der Skelettarmee. Vollkommen in Ordnung. Und schön, dass wir zwei Figuren bekommen. Darüber will ich mich überhaupt gar nicht beklagen. Das ist ganz nett, auch wenn es dafür natürlich 1 € mehr kostet als die normalen Ninjago-Hefte. Gut. Bleibt noch die Vorschau. Ich schlage sie gerade außerhalb des Bildes auf. Es geht weiter mit wieder mal oder noch mal zwei Figuren. Jay und Lasher. Von, ich würde nicht sagen die Pyro-Vipern, aber auf jeden Fall von den Schlangenmenschen. Kommt am 9. November. Und dann sehen wir uns auch am 9. November zu Lego Ninjago wieder. Ansonsten geht es als nächstes weiter mit Lego Star Wars am 31. August. Und ich werde dieses Wochenende, abseits von den Heften, zwei Lego Harry Potter Sets vorstellen. Bis